Wer war Bruno Gröning? Eine Kurzbiografie des Wunderheilers. Aus den 1930er Jahren liegen bereits erste Zeitzeugenberichte vor über Heilungen von Krebs, Diphtherie, Blindheit, Taubheit und Lähmungen. Und als er auf den Balkon kam, dann hat er gesagt, steht auf, ihr Gelähmten, ihr könnt gehen. Und dann sind sie aufgestanden. Wie Strom ging das vom Fuß an. Kribbeli und Fuß bis Körper, die ganze Körper, bis in den Kopf hinein. Als Ergebnis hielten die Wissenschaftler fest, Bruno Gröning ist kein Scharlatan, kein Hypnotiseur, kein Wunderdoktor. Gott ist der größte Arzt. Es gibt kein Unheilbar, sind Kernaussagen seiner Lehre. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar ziehen wir uns ein weiteres Video rein, was ich persönlich spannend finde. Das Video heißt, wer war Bruno Gröning? Eine Kurzbiografie des Wunderheilers. Ich habe von Bruno Gröning zum ersten Mal gehört von dem Bruder Nikolai Binner in dem Talk, den wir gemacht haben, Comments Café, kann ich euch ans Herz legen, auf meinem Hauptkanal online. Und zwar hat er mir davon erzählt, von so einem Wunderheiler, und er hat mir auch das Buch gezeigt. Ich glaube, es gibt auch ein Buch dazu und er hat es durchgelesen. Ich habe mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ich finde das spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Deswegen ziehen wir es uns jetzt rein. Es gibt eine Dokumentation, die geht eine Stunde 43. Also wenn das Video uns überzeugt hier, können wir uns eventuell die ganze Dokumentation auch nochmal reinziehen. So, gerne Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben. Ich küsse eure Zirbeldrüse und es geht los. Let's go. Im Spätsommer 1949 rückte der Rosenheimer Traberhof ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Bis zu 30.000 Menschen drängten hier täglich zu Bruno Gröning. Die Zeitungsmeldungen überschlugen sich. Von aufsehenerregenden Heilungen war die Rede. Und der Andrang der Kranken wurde immer größer. Viele haben davon noch nicht gehört. Krass, echt krass. Weil der hat damals in Deutschland wohl echt viel bewegt, so, ne? War schon so eine Nummer. Bruno Gröning wurde am 30. Mai 1906 in Danzig geboren. Schon während seiner Kindheit und Jugend geschahen ungewöhnliche Heilungen. Aus den 1930er Jahren liegen bereits erste Zeitzeugenberichte vor über Heilungen von Krebs, Diphtherie, Blindheit, Taubheit und Lähmungen. Bekannt wurde Bruno Gröning im Frühjahr 1949 durch die Heilung eines an progressiver Muskeldystrophie erkrankten 9-jährigen Jungen in Herford. Die Eltern machten die Heilung publik und schon bald strömten hunderte Kranke in das kleine westfälische Städtchen. Die Zeitungsmeldung. Was war das? Wann waren das? Da steht oben in der Ecke 49, war? Nee. Bruno Gröning, der 1906 in der Gegend von Danzig zur Welt kam. Ja doch, 40er Jahre. 30er, 40er, 50er so, ne? Überschlugen sich. Von weiteren aufsehenerregenden Heilungen war die Rede. Und der Andrang der Kranken wurde immer größer. Keiner sprach mit den anderen. Alles war stumm und still. Keiner sagte was. Und als er auf den Balkon kam, dann hat er gesagt, steht auf, ihr Gelähmten, ihr könnt gehen. Und dann sind sie aufgestanden. Wenn sie dann gesehen haben, dass die Leute dann aufstanden, wenn Gröning mit ihnen gesprochen hatte, oder nur, dass er oben stand, und wenn er dann sagte, jetzt stehen sie auf, und die Leute standen auf, dann kann man solchen Menschen nicht mehr als schaffen. Ja, auch damals in der Deutschen Zeitung gewesen und so. Es ist halt immer schwierig, ne? Also wir sind halt immer, Menschen sind halt sehr, wie sagt man? Also wenn wir das nicht gesehen haben und nicht selbst miterlebt haben, dann neigen wir dazu, immer sehr, sehr skeptisch zu sein. Und ich bin auch so ein Kandidat. Es fällt uns schwer, sowas einfach hinzunehmen und zu glauben. Und das ist auch gut so. Wir sollten immer schön skeptisch bleiben. Aber es ist halt krass, ne? Davon mal gehört zu haben und so viele Zeitzeugen auch zu sehen, die jetzt nicht als, also ich höre da immer auch so ein bisschen auf mein Gefühl. Und die zwei, die ich bis jetzt gesehen habe, so, die scheinen jetzt nicht wirklich verrückt zu sein. So, weißt du, das sieht man ja Menschen auch an, wenn die ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Ein bisschen einen an der Waffel haben, wenn ich das so nennen darf an der Stelle. Und das kommt mir bei denen nicht so vor. Und deswegen immer schön offen bleiben. So, kann ja wirklich sein, dass der vielleicht irgendwie von Gott gesegnet wurde, dass er einen heilenden Effekt auf andere Menschen hat. So, ich glaube, sowas gibt's. Dann
betrachten. Wie Strom ging das vom Fuß an. Tribillion Fuß bis Körper, der ganze Körper, bis in den Kopf hinein. Der ganze Körper. Geil, feier ich. Das ist doch Dings hier, ne? NRW-mäßige Slang. Und dann kurz war das aber nur, bis in den Kopf, wie weggeblasen. Fort war es. Das war so was Eigenartiges. Da fühlte ich mich ganz freier und leichter. Dass ich gesund aus dem Krieg nach Hause kam, war nicht... Aus dem Krieg? Gottfried! Freilich, als wie diesen Moment, dass dies möglich sein konnte, haben wir nicht gedacht. Im Sommer 1949... Kölle, wa? 40 befasste sich auch die Wissenschaft mit dem Phänomen Gröning. So, hier. Wissenschaft hat sich damit befasst. Okay. Zusammenarbeit mit der Heidelberger Universitätsklinik soll... Oh shit, Heidelberg, Digga, wir sind da. Grüße gehen raus an alle Heidelberger 6-8er, du weißt schon ganz genau, wie das läuft, wir sind da. Die Heilmethode Grönings erforscht werden. Auch hier wurden Heilungen festgestellt. Von beachtlichen, zum Teil sogar aufsehenerregenden Ergebnissen war die Rede. Am beeindruckendsten war wohl der Fall Strobel. Seit Jahren litt er an der Bechterewschen Krankheit. Völlige Versteifung der Wirbelsäule und starke Schmerzen waren die Folge. Innerhalb kürzester Zeit war er schmerzfrei und konnte sich wieder frei bewegen. Als Ergebnis hielten die Wissenschaftler fest, Bruno Gröning ist kein Scharlatan, kein Hypnotiseur, kein Wunderdoktor, sondern ein begabter, nichtärztlicher Psychotherapeut. Krass, also der löst die Krankheiten im Kopf von den Menschen quasi, oder was? Im Spätsommer 1949 rückte der Rosenheimer Traberhof ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Bis zu 30.000 Menschen drängten hier täglich zu Bruno Gröning und erhofften sich von ihm Hilfe und Heilung. Ich hatte eine gelähmte Hand. Ich konnte den Löffel nicht mehr zum Mund führen. Und diese gelähmte Hand wurde zwar behandelt, wir haben alles gemacht, was möglich war, aber sie war immer noch gelebt. Bruno Gröning. Ich mag alte Menschen, voll süß. Hedwig, die Jutzte. Sprach nur zu den Kranken. Er behandelte sie nicht, sondern forderte sie auf, nicht mehr an ihre Krankheiten zu denken und stattdessen in ihren Körper hineinzuhorchen. Er schaute mich nur an und habe ihm die Hand. Crazy. Crazy. Das ist Bewusstseinsarbeit, Mann. Achtsamkeit. Das ist krass. Zeigt und dann, ich weiß, ich war dort Tisch oder was, auf jeden Fall, ich hatte die Hand so und auf einmal, die Finger haben Trommelfeuer gemacht. Eine ganze Weile. Und in dem Augenblick war die Lähmung verschwunden. Nein. Es ging binnen einer halben Stunde. Und als wir in den... Voll süß, die Hedwig, ne? Fühl ich. ...des Traberhofes kamen mit einmal, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Ich habe das heute noch im Ohr, das war erschütternd. Und was war geschehen? Es war eine ältere Dame, das war die Großmutter, die hatte ihren Enkel dort. Und den hat sie, der war gelähmt, den hat sie spazieren gefahren in einem Wagen. Und der stand plötzlich auf und ging. Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Und da ist also eine ziemlich große Anzahl, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, tatsächlich der Aufforderung Grönings gefolgt und sind aus den Rollstuhl aufgestanden und haben den Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Krass, Digga. Seid mal ehrlich, Freunde. Kommen die euch vor, als ob das irgendwelche Verrückten sind oder... Wer von euch kauft das gerade ab? Also seid mal jetzt ehrlich, so, wer glaubt jetzt gerade so krass? Der muss ein heftiger Typ gewesen sein. Eins in den Chat. Zwei, wenn ihr sagt, Scharlatan ist alles Humbug, ist alles Verschwörung, keine Ahnung, irgendein Rotz, keine Ahnung. Weißt du? Seid mal ehrlich jetzt. Ich will eure ehrliche Meinung haben. Doch es gab nicht nur Befürworter Grönings. Schon in Herford hatte man ihm vorgeworfen, er übe eine Heiltätigkeit aus und verstoße gegen das Heilpraktikergesetz. 1951 wurde er unter dem gleichen Vorwurf sogar angeklagt. Krass. Darauf aber freigesprochen. Man hätte ihn nicht verbieten brauchen. Es war auch gar kein Anlass. Und der Ministerpräsident Ehard selber hat gesagt, man muss ihn wirken lassen. Natürlich muss das in geordnete Bahnen gebracht werden, aber...
das Gesetz war eigentlich nicht so, dass es, also ich kann das jetzt als Nichtjurist gar nicht beurteilen, aber an dem hatte ich nie irgendeinen Anstoß gesehen. Der macht ja nichts Böses im Endeffekt, weißt du, wie ich meine so? Aber ja, also ich glaube, wenn heutzutage so jemand Welle schlagen würde, dann wäre der auch ganz schnell weg vom Fenster, weil, ja, das ist halt gegen Industrien, ne? Gegen viele Industrien, Pharmaindustrie und diese ganzen Sachen so. 1955 erhob die Münchner Staatsanwaltschaft erneut Anklage. In einem mühevollen Weg durch die Instanzen zog sich der Prozess über mehrere Jahre hin. Erst als Gröning im Januar 1959 in Paris starb, wurde der Prozess eingestellt. Ein endgültiges Urteil wurde nie gesprochen. Warum sollte man den Anklage? Für was denn? Was soll denn die Anklageschrift sein? Ja, du hast Menschen geheilt ohne Erlaubnis, oder was? Hä? Der hat einen komischen Hals bisschen, ne? Was hat denn der am Hals? Gröning hatte immer wieder betont, dass nicht er heilt, sondern Gott. Gott ist der größte Arzt. Es gibt kein Unheilbar, sind Kernaussagen seiner Lehre. Sein Selbstverständnis drückt... Es gibt kein Unheilbar. Feier ich. ...folgendermaßen aus. Ich will für die Menschen nur ein Wegweiser sein, indem ich den Menschen den richtigen Weg zeige, den Weg zum Herrgott. Ich will Menschen wieder zum Glauben zurück. Boah, der hat voll den komischen Hals, Digi, ne? Ich frage keinen Menschen nach Religion und Nation. Mensch ist... Ah jo, Digga, guck mal. Mensch. Da gibt es keinen. Ich will Menschen wieder zum Glauben zurückführen. Ich frage keinen Menschen nach Religion und Nation. Mensch ist Mensch. Da gibt es keinen Unterschied. So. Und sagen Sie bitte niemals, dass ich Sie geheilt habe. Nein. Ich bin nur ein kleiner Vermittler, mehr nicht. Ein winziger Transformator. Wem die Hilfe zuteil geworden ist, der soll dem Herrgott dafür danken. Ich bin... Geiler Typ. Nichts. Unser Herrgott ist alles. Das ist schon sehr interessant, sage ich euch, so wie es ist, ne? Habe ich mich noch nie richtig mit auseinandergesetzt, aber ist geil. Also wie gesagt, es gibt eine Dokumentation 1.43.34 über den Kollegen. Könnte man sich mal reinziehen auf jeden Fall. Gibt es sogar auf Französisch, krass. Le Phénomène Bruno Gröning. Geil, feier ich. Hat mir gute Vibes gegeben, der Bruno. Auf jeden Fall YouTube, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn wir uns die komplette Dokumentation reinziehen sollen. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen.